Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's im Lucy-Kapitel. Irgendwas ist links um die Ecke. Ach du Scheiße, was haben wir denn? Ich glaube, ich lasse das an. Wir brauchen auf jeden Fall die Kamera zur Verteidigung. Der ist irgendwo. Der reagiert ein bisschen, so kommt es einem vor, ne? Warte mal, kann ich das nicht... Ich lass mal aus. Guck mal, den Flur, den kennen wir doch schon. Vom, also so ähnlich hier mit den aufgehangenen Jacken und so vom Dolores-Kapitel, genauso wie die Bilder. Muss schon härter werden. Frag mal Lucy. Die weiß, wie es geht. Ein Spaziergang, der ist lustig. Ein Spaziergang, der ist schön. Hallo. So. Überall Kettenraucher in den Schränken. Ich lass einfach mal die Schranktür auf. Nicht euer Ernst, ne? Die Nummer hier. Fliegen. Die reagiert nicht immer. Da. Ich habe jetzt in der Zeit schon... Oh, der Hund erschreckt mich auch ordentlich. Der hat auch den Arsch offen quer. Oh, das ist ein Loch. Einfach mal rein ins Loch. Ja. Jo, da. Da. Oh Gott. Ich will nicht. Wieder. Oh, dann sehe ich jetzt erstmal, die Wohnung steht Kopf. Nee, also nicht ganz komplett Korb, aber kommt hin. Halt verdreht, ne? Übelst. What? Bringt nix. Ein Schatten und eine verdrehte Wohnung. Das ist eine Videokassette. Super. Bringt uns jetzt echt viel. Boah, aber wie verdreht? Hey, leckst mich fett. In den Stuhl setzen? Nee, bringt nichts. Gar nichts bringt das. Guck mal da. Aha. Noch weiter runter. Okay. Oh Gott. Oh Gott, hier habe ich Feuerzeug. Ah, ich habe nur ein Feuerzeug. Das ist ja lustig. Das geht nicht. Ah, lalala. Ist das nicht schön? Brauche ich auch kein Feuerzeug, wenn es eh nicht geht.
Die geht jetzt wieder. Der Schlitz. Hätten der Pack da rein. Der Depp. Aha. Na gut. Kann man so machen. Das ist ein. Es bleibt da irgendwie so ein. Steht da einer? Der ist einfach Holz oder so, ne? Oder Ast. Irgendwie so weit in die Richtung. So, und jetzt haben wir ein Brett. Haben wir im Stein ein Brett jetzt, oder was? Was soll der Scheiß jetzt? Hä? Griff? Können wir ziehen, oder was? Nee, auch nicht. Ja, das ist echt manchmal mehr als kryptisch, ne? Das ist schon übel. Also ich glaube, wenn ich jetzt noch 50 mal mehr und noch 50 weitere Fotos da reinknips, tut sich noch weniger. Nee, tja, Was soll das jetzt mit dem Brett? Ich gehe einfach mal in die andere Richtung. Ein Brett vom Kopf, regelrecht. Hier die Kap. Das ist wie mit dem Vorschlaghammer. Warum bleibt denn manchmal. Hallo? Hä? Jetzt kann ich nicht mehr laufen. What the fuck? Achso, ich war. Achso. Komisch. Trotzdem komisch. Okay. Jetzt haben wir ein Brett. Mal gucken, was sich da oben getan hat. Oh Gott, ey. Der Schatten ist weg. Der Schatten ist schon mal hinfort. Aber auch keine Spur oder so. Das wäre jetzt krass, wenn man so zack und dann dreht sich der Raum mit, so mit dem Fußboden halt, ne? Das wäre jetzt ein krasser Effekt. Aha. Da kam ich ja, da ist zu. Ja, dann bleibt uns erstmal nur da weiter zu gehen. Panda-Bär. Soll uns das jetzt sagen? Es hat sie sich öfters mal in Büsche versteckt oder was? Es wird. Der Wald. Der Wald und der Panda. Was soll ich jetzt machen? Wieder. Man setzt sich auf den Stuhl, fängt eine Musik an. Hey, was zum Geier? Jetzt wenigstens hier wieder raus. Aber manchmal ist ja einfach nur stehen bleiben, drehen, gucken, sonst was und dann passiert es von ganz alleine, ne? Aber da tut sich ja nicht. 0, nichts. Das könnte was bedeuten. Moment. Boah. Auch wieder nichts drin. Ist da einer hinter?
Scheiße, fies. Nee, das ist ein Abstück. Ein Abstellraum. Punkt. Ah, da geht's weiter, okay. Was läuft hier für eine Freakshow ab? Ich habe schon Wahnvorstellungen und ich dachte, da steht jetzt einer. Das ist neu, glaube ich. Boah, das. Mach doch mal ein Foto da rein. Wo sind, was? The fuck? Alter, was? Jetzt die Kerze an. Alter, was? Und jetzt? Boah, ich hab schon gedacht, ich war schon zum Schreien bereit. Alter Schwede, immer wieder diese so Nichts-Momente. Aber ich meine, so soll's ja sein, ne? Wieder so ein Loch. Hat das ständig mit diesem Loch? Ich meine, gut, außer Voyeur. Zum Wohle eines Voyeurs. Nee, Spaß beiseite, aber das klemmt. Was ist der Sinn? What? Ich hasse das. Das ist das Einzige, was mich hier bei dem Spiel echt nervt. Das war schon mit dem Vorschlag immer so, dass die Sachen manchmal so einfach an den Kanten der Wände und so hängen bleiben. Ne? Das ist einfach irgendwie total dämlich. Nervt ein bisschen. Müssen wir wahrscheinlich die Puppe zusammenkriegen auch. Ne? Die Schaufensterpuppe. Jetzt kommt da noch der mittlere Kopfteil und dann ja, Schädeldecke. Ich bin jetzt aber eigentlich ziemlich geradlinig gelaufen. Da waren ja nur andere Türen. Das Ganze mache ich immer deswegen. Ich versuche, doppelt und dreifache Wege zu vermeiden, ne? Indem ich einfach dann nochmal hier, ein bisschen da. Tralala. Ist natürlich auch nicht gerade geil, ne? So. Was? Kann ich den da untersuchen? Komisch. Und dann wird es auf einmal so komisch hell. Das ist auch wieder ein Schrank. Ja, das Ende. Was? Machen wir mal zu. Boah. Nee, danke. Die machen wir zu. Ich hab ja schon verstanden. Sperren den Sack jetzt einfach mal aus. Zumindest meine Wunschvorstellung.
ganze Hände. Was ist das? Alter Schwede. Voll die Freddy Krüger Hände. Das ist auch der Kopf, ne? Deswegen das Bild, das ist so dieses Kapuzengesicht, schätze ich mal. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Hinweis darauf, kann ich mir vorstellen. Weil das Bild war ja auch bei Dolores dabei. Ich glaube, so sieht das Wesen halt aus, ne? Im Endeffekt. So eine Maske rennt es wahrscheinlich rum. Lustiger Schlüssel. Aber dann trägt es auch so Gewandsfetzen irgendwie. Aber wahrscheinlich das Ding, was Rakan auf dem Gewissen hat. Oder mit höchster Wahrscheinlichkeit. Soll ich denn hier mal interagieren? Das ist. Ja, das ist manchmal die Hitbox so gesehen jetzt, ne? Interagierungsbereich. Und die Tür ist nicht ganz korrekt so. Ist manchmal aber trotzdem ein bisschen verwirrend. Da man denkt halt, nee, da ist. Story-relevanter Scheiß. Na, wie es auch cool anzieht. Das Spiel. Ach, guck mal, da ist der Schlüssel. 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 Ja, das Einzige, was ich mich jetzt nach wie vor trotzdem frage, ich habe es halt nicht geschnallt. Ne? Was hat er das jetzt mit dem Brett auf sich? Wollte der uns jetzt sagen, hier mach mal die Fuge dicht, ich habe das Laminat vergessen, zu Ende zu legen? Oder was? Das ist das Einzige, was ich mir gerade frage, weil ich jetzt ja auch wieder Bretter sind. Also vorher habe ich mich das schon gefragt halt. Ich bin der Renovierungsdämon. Suche alle heim. Die ihre Arbeit nicht vernünftig machen. Puff. Fällt ziemlich leid. Egal. Schon von so einem Bauhaus-Dämon oder von Obi oder so. Haben sie verbannt. Ich glaube jetzt hier, jetzt habe ich mich mit meinem Blödsinn ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Was ist das? Verdammt. Okay. Achso, ich kann da gar nicht rein. Soll ich nicht? Nein. Okay. Das ist alles, schätze ich mal, auch ein bisschen miteinander verbunden. Also diese Glatzköpfe da, die da standen, die haben mich jetzt an die Rakan-Klapse erinnert direkt. Wenn die jetzt auch so verschmolzene Gesichter haben. Da haben wir ein Brett. Das ist ja meistens ein Hinweis, richtig hinsehen. Ach, ich glaube, ich weiß einfach das Brett übers Loch legen, ne? Ganz einfach diesmal. Nein, in die Richtung so zu. Geht doch.
Der war lustig wieder, ne? Du knippst einfach mal bis zum geht nicht mehr. Was hat hier für ein Hummelgeräusch? Ja, das klemmt, war klar, aber davon. Direkt den Fluchtweg abschneiden. Oh, ich sehe gerade, ich würde sagen, wir machen hier ein kurzes Päuschen. Und im nächsten Part geht es wieder weiter. Ich wünsche euch was und bedanke mich für die Unterstützung. Tschüss, bis dann.